Hallihallo und wieder willkommen zurück hier bei Mass Effect 3, wieder mit meiner Punktung. Nach der letzten Dating-Sim-Folge geht's jetzt weiter. Joker, Was? Details. Was ist los? Die Sensoren zeigen einen Reaper direkt bei der Mantelanlage. Sie können dort auf keinen Fall mit einem Shuttle landen. Alle unverzüglich in die Einsatzzentrale und den Mantel beobachten. Jawohl, Sir. Das klingt nicht gut. Neuer Typ von Reaper, Shepard. Benutzt Mantel zur Vergiftung von T'Chanka-Atmosphäre. Nicht gut. Sie wollen einen Kampf? Jetzt haben Sie einen. Primarch, wir brauchen Ihre Hilfe. Das könnte schwierig werden. Unsere Verluste auf Pelevan waren katastrophal. Wir tun das hier für Pelevan. Keiner sagte, dass es leicht wäre. Der Arthur, was haben Sie vor? Kombinierter Angriff. Ihre Leute fliegen einen Luftangriff auf den Reaper. Rex, gleichzeitig greifen Ihre Soldaten am Boden an. Gemeinsam können Sie ihn von dem Turm wegbringen. Ja, Ablenkung. Kleines Team erreicht Mantelanlage und stellt Heilmittel fertig. Eva muss uns begleiten. Oh, verteidigen. Na gut, versuchen wir es einmal. Wir waren Reaper noch nie so nah. Sind alle an Bord? Ein naher Reaper-Kampf, das wird bestimmt interessant. Gehen wir, Patrick. Zeit, die Genophage zu heilen. Ja. Patrick. Eine dringende Meldung. Ich lege sie Ihnen in den Kommunikationsraum. Noch mehr? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Keine Sekunde hat man hier seine Ruhe. Dalatras? Commander Shepard, wir wissen, dass Sie in T'Chanka sind. Und Morden Solus hat bestimmt vorgeschlagen, den Mantel zu benutzen. Spionieren Sie uns nach? Wohl kaum. Der Mantel ist die einzige vernünftige Möglichkeit, die Sie haben. Commander, fehlgeleitete Sympathie für die Korgana darf nicht Ihre Urteilskraft vernebeln. Glauben Sie ernsthaft, dass die Heilung der Genophage zu dauerhaftem Frieden führt? Wir müssen den Korganern diese Chance geben. Sie können einfach keine ganze Spezies aussterben lassen. Die Fortpflanzung der Korganer wird außer Kontrolle geraten. Wir haben die Korganer wegen ihrer Gewalttätigkeit unterstützt, nicht wegen ihrer Diplomatie. Ein weiterer Krieg ist unvermeidlich. Was wollen Sie, Dalatras? Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Mordin wird die Fehlfunktion sicher entdecken und reparieren. Aber wenn Sie das verhindern, wird das Heilmittel beeinflusst und wirkt nicht mehr. Niemand würde die Veränderung bemerken. Ein Betrug an den Korganern? Sie können sich dumm stellen und Erden und Rex glauben lassen, sie hätten ihr Versprechen erfüllt. Da würde Mordin niemals mitspielen. Was Sie mit ihm machen, entscheiden Sie, Commander. Wir bieten Ihnen dafür unsere besten Wissenschaftler für den Bau des Tigels und Unterstützung durch unsere Flotte. Falls ich das Heilmittel sabotiere. Denken Sie darüber nach, Commander. Es ist Ihre Entscheidung. Nope. Das gibt's nicht bei mir. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich werde Morde nicht hintergehen. Da heißt es noch, dass wir Morde erschießen müssen. Nee, nee. Ganz bestimmt nicht. Morde ist einer der coolsten Charaktere im Spiel. Hallo? Meine Güte. Ach ja, und Rex natürlich auch. Rex ist auch cool. Dem will ich das auch nicht aufs Auge drücken. Haben wir jetzt hier... Nein, wir haben den Lauf 3 gar nicht irgendwie drin, oder? Ich hatte noch einen Laufdingens gefunden. Hat das wirklich nur auf 2? Okay. Egal, dann lassen wir den drin. Bestätigen, bestätigen, bestätigen. 3 Punkte haben wir noch, das reicht nicht. 4 Punkte reicht auch nicht, das reicht auch nicht. Okay. Dann landen wir jetzt endlich mal auf T'Chanka und gucken, wie es in Teil 3 aussieht. Ich habe die Clans zu den Hollows bestellt. Unserem heiligen Versammlungsplatz. Wir landen dort und greifen den Reaper mit einem gepanzerten Konvoi an. Das wird ein großer Moment in der Geschichte der Korgana. Allerdings. Große Augenblicke korganischer Geschichte, meist blutig. Diesmal hoffentlich besser. Commander? Sie wirken besorgt. Ich habe eine Nachricht von... Rex, hier Reef. Die Reaper sind schon bei den Hollows. Feuert aus allen Rohren. Festhalten! Wir gehen runter! Vielleicht sollten wir es auch nicht erwähnen, weil wenn wir es jetzt erwähnen, wird der Hass auf die Salarianer noch weiter geschürt und sie werden uns erst recht nicht helfen. Oh, hi, ja. Das ist eine nette Begrüßung hier auf T'Chanka. Gleich mal so ein Husk vom Shuttle. Halten Sie sie von der Frau fern. Ich kläre den Rest mit den anderen Clans.
No, sie haben den Programm noch umgehauen. Ich weine hier. Oh, das sind ein paar Husks. Das waren ein paar Husks. So, hauen die Munition erstmal wieder rein. Granate. Oh Gott, sind das viele Husks. Das sind verdammt viele. Okay, der Umgang. Oh, oh, oh. Das sind noch mehr. Eieiei. Wo krabbeln die denn hin? Okay, die kann man jetzt gar nicht abschießen und kann es zwar versuchen, aber es bringt alles nichts. Es hat auch alles keinen Sinn. Ja. Attacke. Noch wenige? Ich sehe hier Dutzende Husks, die an den Wänden hochkrabbeln. Da sind keine wenigen. Irgendwann wird man darüber Kriegslieder singen. Endlich durchtränkt Reaper-Blut unseren Boden. Was? Rex sieht da schon ziemlich blutverschmiert schon aus, ne? So noch ein paar Los, Sekunden. Zum Mantel. Der Luftangriff erfolgt in Kürze. Frau sicher, Shepard. Vitaldaten stark. Was macht ein Salarianer hier? Davon hat niemand was gesagt. Mehrere Kroganer. Problematisch. Wer sind sie? Erdnot Reeve. Brutsbruder unseres erlauchten Anführers. Reeve und ich haben dieselbe Mutter. Sonst nichts. Wofür ich dankbar bin. Ich weiß noch, was es heißt, ein echter Kroganer zu sein. Bloodpack bei Jakir. Unsere Feinde leben und ertränken sie in ihrem eigenen Blut. Zu uns nach Hause. Laden wir sie nicht. Dieser Salarianer ist nicht ihr Feind. Er will bei der Heilung der Genophage helfen. Warum sollten wir ihm trauen? So muss das. Das wirst du. Schluss jetzt! Die Vernunft kommt. Ihr könnt hier rumstehen und in alten Wunden stochern, wie es die Kroganer immer getan haben. Oder ihr bekämpft den Feind, für dessen Vernichtung ihr geboren wurdet, und schafft unseren Kindern eine neue Zukunft. Ich werde kämpfen. Wer kommt mit mir? Ich bin dabei. Und ich auch. Und jetzt Kopf hoch wie echte Kroganer. Wir haben einen Reaper zu erledigen. Moment, die laufen in die Richtung, aber Eva geht in die Richtung und... Ich habe nichts gesagt. Eva will mitkämpfen, aber läuft in die andere Richtung. Okay, natürlich. Da ist bestimmt weg. Verstanden, Artemek. Wir sind unterwegs und versuchen, Zeit aufzuholen. Shepard, Ende. Reeve ist nicht der einzige Kroganer, der Rache für die Genophage will, Rex. Sie müssen sie irgendwie beschwichtigen. Der Rat muss uns was vom alten Territorium zurückgeben. Wir brauchen Raum zur Expansion, um den Ruhm der Ahnen wiederzuerlangen. Der Ruhm der Ahnen führte zu den kroganischen Rebellionen. Unzählige Tote. Herstellung der Genophage. Expansionsplan? Problematisch. Wie waren denn die früheren Kroganer? Tuchanka war nicht immer ein Ödland. In den alten Zeiten waren die Kroganer ein stolzes Volk. Wir hatten Träume. Eine Zukunft, auf die wir uns freuten. Bis zur Einmischung der Salarianer? Nein. Wir haben Tuchanka selbst zerstört. Die Technologie hat uns verändert. Das Leben wurde zu einfach. Neue Herausforderungen fanden wir am Ende nur bei uns selbst. Ein Nuklearkrieg war unvermeidbar. Und jetzt ist unser Planet im Arsch. Wir brauchen einen besseren Lebensraum. Ja, eigentlich könnte es problematisch werden, aber wir stimmen einfach mal zu. Die Hilfe gegen die Reaper wäre einen neuen Planeten wert. Oder 10. Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell wir uns vermehren. Rex! Was denn? Nach der Heilung der Genophage haben wir einiges nachzuholen.
Commander, im Shuttle. Wollten Sie da etwas sagen? Idalatras wollte ein Geheimabkommen mit mir schließen. Was für ein Abkommen? Sie sagte, der Mantel wurde vor Jahren sabotiert. Wir müssen ihn reparieren, sonst funktioniert das Heilmittel nicht. Vor Jahren haben unsere Agenten die Mantelanlage sabotiert, damit das, was Sie planen, nicht mehr möglich ist. Und Sie dachten, wir würden das nicht merken? Korrekt. Hätte Tests vermutlich getäuscht. Bin aber vertraut mit SDG-Arbeit. Schaffe das. Bin nicht umsonst so weit gekommen. Sie haben unser Volk gerade vor einem weiteren Genozid bewahrt, Commander. Ich wusste, wir können auf ihn zählen. Warum halten wir an? Was zum... Ja, jetzt haben wir es gesagt. Egal. Mal gucken, was passiert. Mal schauen. Kommt da jetzt etwa der Reaper an? So ein bisschen wie Proteanattack aus. Jetzt müssen wir zu Fuß weitergehen, ey. Boah, ho, 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 wir werden ja fast so diesen Dingern überfahren. Hilfe, was ist das? Etikett. Sehen Sie sich diesen Reaper an. Da draußen findet das Ende der Welt statt. Wo ist der Reaper? Ich seh... Ach, da ist der Reaper. Oh. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen größer erwartet. Die gehört mir. Was immer Sie damit erschießen, gehört mir. Dornenwerfer. Ist das eine Schrotflinte? Oh, die klingt gemein. Die klingt richtig schön gemein. Gewicht ziemlich groß. Schaden ziemlich groß. Kapazität ziemlich gering. Wir nehmen sie einfach mal mit. Gucken, wie ein Bums hinter der Waffe steht. Ja, ja, die wird mir gehören. Was ist los, Shepard? Wir können nicht einfach so rumsitzen. So, wir sammeln hier erstmal alles auf. Nahkampf, Todesmaske. Oh. Ey, aufsammeln, nicht springen. Smartdrossel, Munition. Reaper sind größer als ich dachte. Wollte der jetzt irgendwas sagen hier noch? Hä? Willst du auch was sagen vom Ableben? Der Ansaugstutzen wird nicht lange halten. Setzen wir uns in Bewegung. Der Ansaugstutzen, den kennen wir ja auch noch zu gut aus Mass Effect 2. Suchen Sie einen neuen Ansaugstutzen. Aber finden wir die hier in irgendeinem Wrack? Tuchanka. Okay. Geht's nicht weiter? Die Straße ist kaputt, der Konvoi kommt nicht durch. Turianer Geschwader Artemek, hier Shepard, wir wurden aufgehalten. Nicht angreifen! Negativ, Commander, Abbruch nicht möglich. Der Reaper weiß bereits, dass wir da sind. Ein Luftangriff allein reicht nicht. Wir müssen am Kampf teilnehmen. Fahrt einfach das Gelände, verdammt nochmal. Das sind Geländefahrzeuge. Verdammt! Neue Straße bauen? Egal. Weiter jetzt. Shepard! Kontrolle verloren! Kann ich die Kopf ziehen? Worst case ever. Wir dürfen zu Fuß laufen. Yay! Yeah. Ja, jetzt brauchst du wohl keinen Ansaugstutzen mehr. Ja, so schnell kann es gehen. Hat uns gedrängt, weil der Ansaugstutzen vielleicht kaputt gehen kann, ey. Boah, Dickster. Empfangen Sie das? Sind alle okay? Ja, nur Kratzer. Nichts, was der Salarianer nicht zusammenfliegen kann. Dunkel. Und Spinnenweben. Die Turianer mussten den Luftangriff abbrechen. Wir brauchen einen neuen Plan für den Reaper. Erst müssen wir sie finden. Wo sind sie gelandet? Unter der Erde. Wir sehen irgendwelche Ruinen. Commander, das ist die Stadt der Ahnen. Wie kommen wir da raus? Es gibt keine Karten. Der Ort ist seit Jahrtausenden verlassen. Das sieht doch cool aus. Sie finden noch immer einen Weg, Shepard. Kämpfen Sie sich durch, wir treffen uns dann schon. Nichts wird dieses Mittel aufhalten. Das kann ja was werden hier unten. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und wie es hier unten aussieht. So dunkel und finster. Tschüssi.